Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop im Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In diesem Monat seid ihr häufig als Berater und Vermittler gefragt. In der Liebe erhaltet ihr die Chance, von alten Glaubenssätzen loszulassen, die euch vielleicht bisher behindert haben. Falls ihr in einer ganz persönlichen Angelegenheit Beratungsbedarf habt, bin ich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und die Informationen verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Mit etwas Glück könnt ihr auch eine Kompaktberatung bei mir gewinnen, denn die gibt es in diesem Monat in meiner Verlosung. Und was ihr dafür machen müsst und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, dazu gibt es mehr Informationen am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt wollen wir schauen, was der Oktober für euch zu bieten hat. Vorher aber noch der Hinweis, dass ihr jederzeit alle Informationen über die langsam laufenden Planeten mit den langfristigen Tendenzen im Jahreshoroskop 2018 nochmal abrufen könnt, im Video oder auch im Buch zum Nachlesen. Dort findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besondere Aspekte empfangen. Sehr wichtig für euch ist zum Beispiel der Neptun, der für bestimmte Geburtstagskinder genau gegenüber der Sonne steht und das noch für einige Jahre. Im Oktober dreht sich nun alles um die Venus. Sie steht im Skorpion in eurem dritten Sonnenhaus, günstig zur Jungfrausonne und wird dort am 5. Oktober rückläufig. Starken Einfluss hat auch Pluto, der im Steinbock wieder direktläufig wird und ebenfalls günstig zur Jungfrausonne steht. Das bedeutet für euch, dass ihr häufig diejenigen seid, bei denen andere Rat und Hilfe suchen, weil ihr den Durchblick behaltet. Ihr seid gefordert, mit besonders viel Empathie und Fingerspitzengefühl vorzugehen, denn ihr könnt jetzt auf andere einen großen Einfluss ausüben mit den Worten, die ihr wählt. Wenn ihr in einem beratenden oder heilenden Beruf tätig seid, werdet ihr sehr viele Klienten haben, die sich euch anvertrauen. Auch Nachbarn und Geschwister könnten sich bei euch einfinden und das Gespräch suchen. Und wenn ihr in der Liebe noch auf der Suche seid, solltet ihr die Augen offen halten. Es können sich sehr nette Begegnungen direkt vor der Haustür, beim Einkaufen oder bei anderen alltäglichen Gelegenheiten ergeben. Aber die Rückläufigkeit der Venus hat so ihre Tücken und wird natürlich auch bei euch ihren Einfluss ausüben. Und weil sie im dritten Haus der Kommunikation passiert, kann es sein, dass ihr nicht gleich richtig verstanden werdet. Eure Gesprächspartner müssen das erstmal sacken lassen, was ihr gesagt habt, werden aber höchstwahrscheinlich nach einer Weile feststellen, dass ihr recht hattet. Wenn ihr euch tatsächlich verliebt, kann es da auch erstmal Missverständnisse geben oder ein Spiel mit Hinhaltetaktik und einigen Wendungen. Dann solltet ihr nicht gleich aufgeben, denn die Venus wird ja auch wieder direktläufig, und zwar Mitte November, und sie wird dann im Dezember ein zweites Mal durch euer drittes Haus laufen, und dann spätestens zeigt sich, ob ihr euch mit der betreffenden Person versteht und wenn ja, kann es ein Happy End geben. Für euch persönlich bietet die Konstellation auch die Möglichkeit, alte Glaubenssätze in der Liebe nochmal neu anzuschauen und neu zu bewerten. Wie denkt ihr heute darüber, was euch in euren Beziehungen wichtig ist? Von welchem alten Glaubenssatz könnt ihr vielleicht loslassen? Der Neumond am 9. Oktober fällt bei euch ins zweite Haus der Werte und ist eine etwas heikle Konstellation. Ihr seid dann besonders empfindlich, wenn ihr euch unverstanden fühlt. Möglich, dass die Kollegen eure Leistung nicht sehen oder dass man euch in eure Arbeitsabläufe reinredet. Möglich auch, dass ihr mit einem Kreativprojekt nicht weiterkommt und euch fragt, ob es das alles wert ist. Ihr solltet zum Neumond darüber nachdenken, wie ihr euch von der Meinung anderer unabhängig machen könnt und was ihr selbst für euch tun könnt, um euer Selbstwertgefühl zu verbessern oder auszubalancieren. Der 15. und 18. Oktober sind gute Tage für sachliche Gespräche. Und das Wochenende vom 20. und 21. Oktober ist günstig für liebevolle Begegnungen und Aussprachen, in denen ihr euch verstanden fühlt. Am 23. Oktober um 13:22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Skorpion. Sie aktiviert dann für 4 Wochen, wie vorher schon die Venus, euer drittes Sonnenhaus. Und da geht es um Kommunikation und Lernen und um die Leute, die ihr so im Alltag trefft. Und bei den beratenden Jungfrauen eben auch die Klienten, die in der Nähe wohnen oder sich kurzfristig melden, sozusagen die Laufkundschaft. Da wird einiges los sein bei euch und wie schon gesagt, man sucht euren Rat.
Zu Vollmond am 24. werdet ihr nochmal richtig in eurer Kunst gefordert. Da bildet die rückläufige Venus mit Sonne und Mond eine Spannung zu Uranus und die Leute reagieren unberechenbar. Für euch zeigt die Konstellation eigentlich sehr gute Ideen und Inspirationen an, ist eben nur die Frage, ob ihr dann auch verstanden werdet. Bleibt geduldig, bleibt bei euren eigenen Aussagen und Zusagen, dann liegt es bei den anderen, was sie damit machen. Möglich, dass sich so mancher im Dezember bei euch bedankt, wenn er die Klugheit eurer Vorschläge erkannt hat. Die Vollmondspannung hält noch einige Tage an, bis der Mond am 29. und 30. ausgleichende Aspekte für euch bringt. Und am 31. zu Halloween ändert sich die Stimmung und die Leute werden wieder lockerer und kommen in Feierlaune. Wenn ihr eine Einladung zu einer Party bekommt, geht hin. Ihr werdet bestimmt viel Spaß haben. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und Entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.